nächstes, komm doch schon mal auf die Bühne, Bernd Alois, genau. Als nächstes haben wir einen Slammer, der jetzt schon nicht mehr mit dieser völlig jugendlichen Frische und wirst du dich ausziehen, wie wir das vorhin gesehen haben, auch also auf einmal irgendwelche Kleidungsstücke wegwerfen. Noch, da hat keiner was von. Da hat keiner was von. Bist du auch Schwabe? Nee. Nein. Wo kommst du denn her? Na, aus dem Rand des Münsterlandes. Das Rand des Münsterlandes. Wir sind auch mindestens genauso wortkarg. Ja, genau, mindestens genauso wortkarg. Das wird also auch eine Herausforderung. Allerdings, hier steht ja, du hast sehr viel Kontakt zu Kühen, Schweinen, Hunden und Katzen gehabt. Hast du die auch mal geküsst? Nö. Nein. Hat das denn deine Berufswahl irgendwie beeinflusst, dass du so ein bisschen Kontakt mal hattest? Ja, es ist tatsächlich so, dass ich nie richtig aus dem Stall rausgekommen bin. Ja, aber das ist aber doch eine gute Sache, weil dann kennt man sich ein bisschen mit den Keimen aus. Bist du denn resistenter als andere möglicherweise gegen irgendwelche Keime? Stimmt das, dass Menschen, die sich mehr in einer so Stallumgebung aufhalten, resistenter sind als Stadtkinder, die immer nur in ihrer Wohnung sitzen und sich die Hände waschen? Naja, das ist das. Die Keime, die man kennt, die kennt man eben. Und die, die man nicht kennt, die können mich dann auch aus der Bahn werfen. Ja, verstehe. Also es hilft nicht unbedingt was. Eine Reisetätigkeit ist da eher Risiko. Ja, reist du viel für beruflich? Hin und wieder, aber ja, nur in Europa, das ist nicht so gefährlich. Okay, ich verstehe. Nicht ins Mittelmeer, wo es den Käse gibt. Du bist Tierarzt, ne? Ja. Dann noch eine letzte Frage. Ich habe mal gehört, da gibt es große Unterschiede zwischen Tierärzten für kleine Tiere und große Tiere. Spielt das in deiner Arbeit eine Rolle oder bist du jetzt mehr auf der Seite der Keime, also der ganz, ganz, ganz kleinen Lebewesen? Nee, ich bin eigentlich nach wie vor auf der Seite der großen Tiere. Also wie groß? So. So groß. Okay, ein wortkarger Münsterländer. Also, Bernd Alois und das Thema, das hatte ich vorhin vergessen, wieder mit einem sehr praktischen Thema. Wie kommt die Salmonella auf den Teller? Bernd Alois. Hi, ich bin Sally, die Salmonelle. Ihr erkennt mich an dem etwas vollschlanken Körperbau, den dafür umso schlankeren Armchen und Beinchen. Ich habe viele Freunde in der Welt. Zum Beispiel Piggy. Piggy ist ein großer Freund von mir und Piggy hat auch einen ähnlichen Körperbau. Eher voll schlank, so wie ich. Und dann gibt es noch andere, die so klein anfangen und später aber auch groß werden. Das sind Gick und Gack. Auch die sind große Freunde von mir. Und all diese Freunde lassen mich bei sich wohnen. Das ist total cool. Die Wohnung ist, wie soll ich sagen, manche Leute würden die nicht schön finden, da wo ich wohnen muss bei denen, aber ich finde es da gemütlich warm. Man kann auch ab und zu mal umziehen, weil die eigentlich nie so richtig alleine wohnen. Das heißt, es sind im Prinzip Riesen-WGs, in denen man auch mal dann die Betten tauschen kann. Das ist alles kein Problem. Manchmal ist es auch sehr gemütlich und schön warm und muckelig warm mit so einer Rotlichtlampe, wie ihr das hier sehen könnt. Das ist Bernd. Bernd ist ein Problem. Bernd ist nämlich der Vermieter von meinen Freunden. Und diese Vermieter sind insofern total blöd, dass sie Untermietverhältnisse bei ihren Mietern nicht dulden. Ich habe aber gehört, dass man beim Vermieter selbst auch eine Wohnung kriegen kann. Das sei nur nicht so einfach, dahin zu kommen. Ein Problem von meinen Hauptmietern ist nämlich, dass sie meistens gar nicht so furchtbar lange, wie soll ich sagen, also man muss immer die Wohnung wechseln. Man kann da nicht bleiben. Früher war das eine ganz einfache Sache, zu diesem Hauptmieter zu kommen, zu dem Vermieter zu kommen vom Hauptmieter. Das war nämlich so, man musste sich einfach, bei den Hühnern ist es ja so, dieses Ei und das, was die sonst noch so machen, kommt aus derselben Öffnung. Das heißt, da macht man sich ran und dann kann man über das Ei in die Küche gehen und dann hat man schon Kontakt zu dem Vermieter und dann muss man sich nur rechtzeitig von dem Ei trennen und den Vermieter besuchen. Und dann hat man vielleicht Glück, dass er einen auch auf das andere Essen überträgt und das dann fröhlich aufnimmt und schon hat man wieder eine warme Bleibe. Heute ist das nicht mehr so nachhaltig. Damals war das schön, es wurden immer wieder Eier produziert, man konnte sich da draufsetzen, damit reisen. Heute geht es meistens mit dem Verlust des Lebens für meine Hauptmieter einher. Das ist gar nicht schön. Aber schwieriger ist es da für mich eigentlich auch nicht geworden. Ich muss nur rechtzeitig da raus und zusehen, dass ich dann auf das komme, was zu dem Vermieter geht. Wenn ich das geschafft habe, bin ich schon ganz häuschen weiter, aber irgendwelche Leute haben dem Vermieter erzählt, dass man meine Hauptmieter durchbraten soll, bevor man sie isst.
Und das ist natürlich voll gefährlich. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich da rechtzeitig einen Absprung schaffe, bevor das so passiert. Eine Möglichkeit ist, dass man, wenn man einmal in der Küche ist, entweder die fiesen Killerlappen nimmt oder aber sich einfach auf sein Brettchen setzt, das nicht häufig gewaschen wird, und dann mal auf diesem Brettchen sitzen bleibt, bis dieses Bratzeug da, was dann gebraten werden soll, von dem man sich dann wirklich trennen muss, ausgetauscht wird gegen was anderes, was vielleicht nicht mehr heiß gemacht wird. Und dass Käse schon mal Keime tragen kann, haben wir gerade schon gehört. Ich kann aber nicht nur mit Gick und Gack sozusagen zu meinem Vermieter reisen, ich kann auch versuchen, mit Piggy zum Vermieter zu reisen. Das ist aber viel gefährlicher. Das größte Problem bei Gick und Gack ist, dass die da jetzt regelmäßig Razzien machen, die Vermieter, und dass es dann richtig Ärger gibt, wenn die jemanden von uns finden. Aber bei Piggy ist das noch nicht so mit den Razzien. Aber die Reise ist beschwerlicher und gefährlicher. Piggy wird nämlich relativ früh schon mit Hitze behandelt. Und das ist für mich gar nicht gut. Da muss ich den Absprung schaffen, bevor das passiert, weil sonst ist vorbei. Wenn ich das geschafft habe, daran vorbeizukommen, dann ist es relativ gut. Dann muss ich nur noch sehen, dass ich diesen Bereich hier rechtzeitig verlasse, damit ich dann auf diesen Schachtkörper rüberkomme. Und dann passiert mir eigentlich nichts mehr. Der wird dann schön gekühlt, das kann ich ab, da halte ich mich lange, ist überhaupt kein Problem. Aber das Dumme ist, auch da hat der Vermieter gehört, er soll das alles durchbraten. Und diese Hitze ist mir nicht, also da kann ich gar nicht drauf. Da muss ich also unbedingt Land gewinnen, rechtzeitig. Zum Beispiel, indem ich mich hinten auf so ein Brettchen setze oder indem ich versuche, auf andere Teile zu kommen. Es gibt nämlich ein paar Vermieter, die sind so latent leichtsinnig. Die essen Rohmilchkäse aus dem Mittelmeer oder auch mal so ein Hackepeterbrötchen, ist ja auch lecker, ne? Und das finde ich total schau, das ist total lecker, das Zeug, da sitze ich auch gerne drauf. Und das ist auch eine sehr effiziente Methode, um mein schlussendliches Ziel zu erreichen. Und mein eigentliches Ziel, das hatte ich euch am Anfang erzählt, ist es ja was? Ich will zum Vermieter. Und das habe ich dann schnell geschafft. Und ihr habt es jetzt auch schon geschafft. Oh, Moment, du kriegst natürlich auch noch Leuchtstäbchen. Bernd Alois, isst du eigentlich Hühnchen, also Gick und Gack und Schweine? Oder wie hat das dein Leben irgendwie verändert, da mal in solchen Schlachtstätten zu arbeiten? Ich arbeite Gott sei Dank ja nicht in den Schlachtstätten. Ich kriege ja nur die Bilder daher und die Keime daher. Ja. Ich esse noch Fleisch, Geflügel nicht so viel. Ah, verstehe. Gut, wer Details dazu sehen will, kann sich die entsprechenden Filme mal anschauen, auch von diesen großen Schlachtungsfabriken. Das ist sehr, sehr interessant. Und da kann man auch nochmal sehr gut sehen, warum es heute wirklich in der Tat wesentlich schwieriger für die Keime geworden ist, sich zu übertragen. Wie häufig treten denn diese Keime eigentlich noch auf hier so zum Thema Risiko? Zahlen hatte der große Boss vorhin gezeigt. 150.000 Fälle in Europa in 2007 waren die Zahlen, glaube ich. Mittlerweile sind es viel weniger, weil die Geschichte mit den Eiern eben tatsächlich sehr effizient gemacht hat. Die Razzien werden sehr regelmäßig gemacht. Und wenn da bei der Razzia jemand auffliegt, dann gibt es richtig Ärger und dann ist eben auch vorbei. Ein Verdienst des BFR. Vielen herzlichen Dank.